Die dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Letzter Endrundenspieltag in der dritten Liga. FC Bayern München 2 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Unsere rund 2500 FCK-Fans waren mitgekommen und machten das Ganze zum Heimspiel für die Roten Teufel. Wir steigen ein in die Party. Herrscher auf Florian Pick. Dessen Pass misslingt aber erstmal. Aber dann Derek Höhn mit dem Fehler. Kühlwetter zum ersten, zum zweiten. Drin das Ding. Die Führung für den ersten FC Kaiserslautern nach einem guten Start der Bayern-Bubis. Hier mit ein bisschen Glück, weil Köhn das Ding verdattelt und Kühlwetter zurück nach Gelbsperre in der Startelf. Ein bisschen Glück, weil Senkbeil das Ding unhaltbar abfälscht. Es war der vierte Treffer in Folge für Christian Kühlwetter im vierten Spiel nacheinander. Die Bayern mit der Antwort, 26. Minute. Jannik Rochelt mit Rückenwind. Und das ist eine heikle Aufgabe für Lennart Grill. Die Bayern ohne Mai, Zirkze und Singh mussten sie antreten, die alle zur ersten Mannschaft hochgezogen wurden. Der FCK dann im Laufe der ersten Halbzeit besser. Und Thiele mit einer von etlichen Möglichkeiten. Aber Timmy Thiele, der immer nur auswärts trifft, hier deutlich über den Kasten. 5 Minuten noch bis zur Pause. Nikolas Feldhahn, was für ein Pass auf Leon Dayaku, der Ausgleich. Das war perfekt gemacht von den Bayern Amateuren. Dieser Sahnepass und was für eine Ballannahme von Leon Dayaku. Vierter Saisontreffer zum 1:1 und mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen hinein in einem insgesamt flotten Spiel. Die zweiten 45 Minuten, viel Stückwerk, beide Teams nicht mehr so offensiv. Dann die 81. Minute schon, erst wird diskutiert, dann Skalatidis auf Kühlwetter und der macht's einfach abgebrüht. Doppelpack für Christian Kühlwetter. Aber die Bayern hatten für den kurzen Moment abgeschalten, weil Röser den Ball an den Oberarm bekam. Die Bayern protestierten im Anschluss wild, wollten da ein Handspiel gesehen haben. Schiedsrichterin Katrin Rafalski ließ weiterspielen. Skalatidis kurz zuvor eingewechselt mit dem perfekten Pass. Und Kühlwetter lässt sich so eine Chance natürlich nicht entgehen. Und damit waren die Lautra auf der Siegerstraße. Sie verlegten sich aufs Konter. Und Kühlwetter immer noch mit Sprit im Tank auf Skalatidis. Der setzt sich durch und macht das Ding. Die Entscheidung. 86. Minute, das 3:1. Und auch hier wurde diskutiert, weil Kühlwetter in diesem Moment der Ball an die Hand springt. Und als Vorlagengeber hätte man das durchaus abpfeifen können. Auch hier ging es weiter und Skalatidis macht den Deckel drauf. Zum 3:1 Endstand und zum 5. Sieg in Folge für Lautern. Mit 2 Toren und einer Vorlage kann man das so sagen. Ich glaube, ich habe insgesamt schon bessere Spiele gemacht, wo ich nicht getroffen habe. Aber ja, insgesamt, wir haben heute nicht das beste Spiel gemacht, aber wir haben es über Leidenschaft und Team haben dieses Spiel gewonnen. Also, ich habe es genauso gesehen, dass wir 20 Minuten gut reinkommen. Dann ist genau das passiert, was halt gegen Kaiserslautern nicht 90 Minuten zu verteidigen ist, die Umschaltsituation. Da haben wir 2 Situationen überstehen müssen. Ich finde, dass wir auch in der ersten Halbzeit trotzdem einen couragierten, griffigen Eindruck, ein griffiges Spiel gemacht haben. Und natürlich große Freude beim ersten FC Kaiserslautern. Es war der 5. Sieg am Stück. Das ist ihnen zuletzt vor 10 Jahren in der zweiten Liga im Jahr 2009 gelungen. Die Bayern-Jungs müssen sich auf härtere Zeiten einstellen, haben aber immer noch ein bisschen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.